Der AR-Wert am Turbolader. Öfter mal gelesen, selten verstanden, viel zu kompliziert. Möchte ich euch kurz mal in diesem Video erklären. Der AR-Wert ist im Prinzip eine Querschnittsberechnung zwischen der Welle und dem Gehäuse etc. pp. Viel zu kompliziert. Wenn ihr seht, ihr habt die Möglichkeit, einen AR-Wert am Turbolader auszuwählen, geht es meistens um den AR-Wert auf der Abgasseite. Es gibt den auch auf der Frischluftseite, der ist aber selten tauschbar. Auf der Abgasseite ist er wechselbar und das hat nämlich folgenden Hintergrund. Der AR-Wert bestimmt das Ansprechverhalten des Turboladers und die Leistung, die maximal aus dem Turbolader resultieren kann. Wenn ihr diese drei Gehäuse hier seht, die haben alle verschiedene AR-Werte. Die Anschlüsse sind alle gleich und sie sind alle für die gleichen Turbolader. Nur, ihr könnt jetzt schon optisch sehen, wenn ihr genau hinschaut, der Kanal ist schmal, der ist etwas breiter und der ist noch viel breiter. Umso größer der AR-Wert, umso breiter ist dieser Kanal. Um das besser zu erkennen, nehme ich jetzt einfach mal den mittleren raus und zeige euch das an dem größten und dem kleinsten. Und hier seht ihr es sehr deutlich, wenn ich das so ein bisschen nochmal drehe, kann man das auch im kompletten Schneckenprinzip recht deutlich erkennen. Dieses Gehäuse hier rechts ist deutlich kleiner oder schmaler als das Gehäuse hier links. Entschuldigung, von eurer Seite andersrum. Rechtes, linkes Gehäuse. Wie auch immer, großes, kleines Gehäuse. Der kleine AR-Wert bedeutet ein schmaleres Volumen in dem Abgasgehäuse. Es wird wesentlich schneller mit Abgasen gefüllt. Das heißt, produziert der Motor die Abgase, um die Abgaswelle anzutreiben, füllt er schneller ein kleines Volumen als ein großes Volumen. Per se, man kann sich's denken, hier baut der Turbolader viel früher Ladedruck auf als hier. Das heißt, ich habe ein geringeres Ansprechverhalten bzw. einen Ladedruckaufbau bei niedrigerer Drehzahl. Aber ich kann auch nicht so viele Abgase durch dieses Gehäuse drücken wie durch dieses Gehäuse. Das heißt, die maximale Leistung hole ich nur mit einem großen AR-Wert raus. Ihr müsst euch also entscheiden, was ihr möchtet. Möchtet ihr, dass der Turbolader früher anspricht oder möchtet ihr, dass der Turbolader später anspricht? Wenn ihr, ich sag jetzt mal, den Turbolader auswählt, der bringt jetzt 600 PS, dann kann er diese 600 PS in der Regel auch nur mit dem größten Abgasgehäuse bringen. Variiert ihr zu einem kleineren AR, habt ihr das Ansprechverhalten verbessert, aber in der Regel auf Kosten der maximalen Leistung. Welches Turbolader, Abgasgehäuse, R-Wert etc. jetzt richtig ist, können wir euch sagen, ich sage jetzt mal in unserer technischen Beratung. In der Regel merkt euch einfach nur, großes AR für maximale Leistung, kleines AR für bestes Ansprechverhalten. Ich hoffe, ich konnte euch das relativ einfach erklären. Wie gesagt, das Video gehört zur Serie Turbolader einfach erklärt. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch die anderen Videos auch anguckt. Unten in der Beschreibung ist der Link zur kompletten Playlist. Gebt uns ein Like für das Video, wenn ihr es verstanden habt und euch das Video gefällt. Und abonniert unseren Kanal, wenn ihr noch mehr zu dem Thema Turbolader wissen wollt. Ich danke euch fürs Zuschauen.